Hallöchen meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride. Ich will gar nicht lang schnacken, wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und aktiviert die kleine Glocke. Wir werden heute auf jeden Fall eine weitere Stadt befreien und wir legen auch schon los. Viel Spaß euch und let's go! Okidoki Antishoki, ich stehe jetzt hier bei Herndin, weil ich tatsächlich eigentlich einfach nur was ausprobieren wollte. Und zwar wollte ich ausprobieren, ob es denn an den neuen Einstellungen liegt, weil ich habe ja eigentlich alles auf einfach gestellt, dass sich die andere Stadt, also Herndin, immer wieder selber befreien kann, beziehungsweise die Rebellen in die Flucht schlagen kann. Und deswegen wollte ich jetzt Herndin nochmal befreien, um zu gucken, ob es in Herndin dann auch so ist, weil das wäre ja eigentlich mal richtig geil, wenn alle befreit sind und die sich dann aufgrund der Einstellungen tatsächlich auch besser wehren können. Aber wir werden uns jetzt heute nicht Herndin widmen, sondern, ich glaube, Blackridge Pool. Wir müssen mal ganz kurz in die Queste schauen. Genau, Blackridge Pool. Das werden wir natürlich verfolgen. Und für was ist der, warte mal, Briganten-Steuereintreibergruppe? Was ist denn jetzt bitte die Briganten-Steuereintreibergruppe, die sich mitten im Fluss befindet? Naja, ist wurscht. Wir müssen natürlich dementsprechend erstmal ganz kurz nach Hause. Ihr habt mir ja freundlicherweise auch geschrieben, was ich brauche, damit ich dieses Weißblech machen kann. Und ich habe jetzt tatsächlich natürlich hier auf unserer anderen Seite die Werkstatt platziert und dann werde ich noch die Schmiede platzieren. Und wenn das soweit ist, dann gucken wir uns das an mit dem Weißblech. Wir brauchen natürlich erst einmal Pfeile. Und ich habe jetzt aber hier nur noch einfache Pfeile. Was habe ich denn hier alles im Inventar eigentlich? Also wir haben einmal einfache Pfeile und hier sind einfache Pfeile. Was haben wir hier? Einfache und einfache. Ach, ich habe ja eigentlich schon alles dabei. Ja, dann ist das ja super chillig. Dann werden wir jetzt hier einfach nochmal kurz das Zeug alles aufräumen. Oh, ich sehe nichts. Hui. Das kann natürlich alles da rein. Das packe ich jetzt auch mal da rein. Das räumen die dann auf. Und das. Ich denke, dann haben wir alles. Und düsen los zu Schwarzrückenpool, wie es auf Deutsch so schön übersetzt wird. Und ich hoffe natürlich, dass es genauso einfach ist wie beim letzten Mal. Wir werden sehen, wir werden sehen. Und dann müssen wir eigentlich, das vergesse ich ständig, dass wir uns diese andere Stadt auch noch anschauen müssen. Dieses Kashmir oder Crashmir oder Kashmir oder wie auch immer das jetzt heißt. Das ist ja auch noch übelst wichtig, weil da ja wahrscheinlich auch noch voll viele Quests auf uns warten. Also schreibt es mir bitte unbedingt nochmal in die Kommentare und erinnert mich dran, dass wir da beim nächsten Mal hingehen. Vielleicht schaffen wir es ja auch heute noch. Jetzt gucken wir mal, wie lange wir brauchen, um Blackridge Pool zu befreien. Und wir müssen natürlich einmal zu Marcel und mit ihm quatschen. Mein Schwert gehört euch. Ich werde euch helfen. Ich bin bereit wie nie zuvor. Ah, Hilfe. Ich bin nicht vorbereitet. Ich bin nicht ready. Geh mal darauf. Oh, da schießt doch schon irgendwo einer. Wo? Ah, hier. Jetzt habe ich halt gerade keine Bronzepfeile, aber das ist mir eigentlich relativ lax gerade. Mit denen geht es auch. Es dauert halt einfach nur irgendwie ein bisschen länger. Hör auf, mich zu treffen, du Lappen. Geht's eigentlich noch? Scheiße. Nein, ich will nicht schon gleich sterben. Hey, wieso habe ich mich jetzt nicht geheilt, Fuck? Komm, geh mal kurz hier runter und heil dich. Nein, schneller, lauf. Oh mein Gott. Ja, okay, zumindest so ein bisschen geheilt. Ich will wieder auf meinen Platz. Ach, ich glaube, sie haben von mir abgelassen. Ja, das ist nice. Dann können wir uns jetzt richtig heilen. Ja, und wo sind sie jetzt schon wieder alle hin? Ah, ich habe sie schon getriggert. Aber du bist kein Bogenschütze. Wo ist denn der Bogenschütze? Ups, das wollte ich nicht. Wo rennt er jetzt schon wieder hin? Ja, weil sie nicht an mich rankommen, gell? Ich gehe mal weiter nach da. Aha.
Mann. Sind die irgendwie ganz von Sinnen? Bist du deppert? Wieso treffe ich heute nicht? Ich glaube, irgendwie habe ich meine Maus aus Versehen anders eingestellt. Ah, okidoki, Antischoki. Einer ist zumindest schon mal kaputschko. Wo ist der nächste? Nirgendwo, weil sie gerade einfach wegdüsen. Nein, kommt zurück. Ich bin doch ready für euch. So, jetzt aber. Oh, nee. Oh, da ist der andere Bogenschütze. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen vor dem. Ach, wenn ich da stehe, sehe ich nichts. Wo ist denn der? Hä? Ist er der Einzige? Ah, nee, da schießt ja noch jemand. Ach, Kacke. Leute, ich habe nur noch einen Verband. Du kriegst mich nicht. Das war knapp. Okay, jetzt rennen sie auf jeden Fall davon. Ja, scheiße, die dürfen mich nicht treffen. Das geht einfach gar nicht. Ich wollte eigentlich darauf. Manometer, Hans-Peter. Hey, ich wollte eigentlich kurz... Nein, sie schneiden mir den Weg ab. Zu fix. Oh, Ausdauer ist auch weg. Nein, Leute, Hilfe. Helpe, help. Ich muss flüchten. Ich muss wie ein Hase im Zickzack laufen. Wo war denn jetzt meine Position? Hier, ne? Keine Ausdauer mehr, keine Ausdauer mehr. Scheiße, die Dreckigen. Also ich habe so das Gefühl, mit den Bronzepfeilen geht es tatsächlich 1000-mal schneller. Dass wir hier jemanden umnatzen. Mir geht es auf jeden Fall wieder gut. Und natürlich geben wir nicht auf. Deswegen schießen wir wieder einfach random irgendwo hin. Und hoffen, dass wir sie so triggern. Tun wir. So, wo ist dieser blöde Kackbogenschütze? Es waren ja sogar noch zwei. Und das finde ich ziemlich belastend. Von da hinten schießt einer. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Hä? Von da schießt auch einer. Hä, Leute, bin ich irgendwie blind? Ich glaube schon. Ich habe die jetzt echt nicht gesehen. Da ist ein Bogenschütze. Zumindest hat er doch gerade auf uns geschossen, oder? Okay, wenn ihr schon mal da seid, dann will ich natürlich euch auch irgendwie treffen. Bis jetzt schießt auch gerade keiner mehr auf uns, aber irgendwie treffe ich natürlich wieder hier nicht. Scheißendreck. Okay, er holt kaputt. 6. Ja, was will ich mit 6? Jetzt hat. Nochmal. Sehr schön. Okay, dann machen wir jetzt dich zuerst fertig. Und dann euch. Hey! So haben wir nicht gewettet. Also sag mal, gehst du jetzt kaputt? Ja, genau. Oh, ich habe keine Ausdauer. Nein, renn doch nicht weg. Jetzt haben wir nur noch den einen, der einfach wegdüst. Wir düsen hinterher. Wo rennt er denn jetzt? Oh, er rennt zu den anderen da. Das ist natürlich doof. Scheiße, es wird dunkel. Ach, ich hab's geschafft. Na gut, okay. Ich dachte, eine bräuchte ich noch, aber naja. Dann brauchen wir natürlich einen Glockenturm. Jetzt müssen wir aber erstmal hier natürlich die ganzen Sachen anschauen. Einräumen.
Was für ein Quatsch rede ich denn schon wieder? Hier, die Überreste durchsuchen. Einmal. Dann der andere liegt irgendwo. Ah ja, die liegen eigentlich ja alle hier, ne? Überwiegend. Oh, der hat ja gar nicht viel dabei. Cool. Und auch wieder die Salbe. Exzellent. Sehr schön. Dann, wo könnten wir denn den Dorfglockenturm hinbauen? Passt der irgendwie vielleicht dahin? Das wäre nämlich exzellent. Ja, der passt hier hin. Okay, super. Dann gehen wir heim schlafen. Dann errichte ich den Turm. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Rückeroberungstrupp angedüdelt kommt. So, ich hoffe, die haben jetzt diesen blöden Glockenturm bald fertig gebaut, weil es ist jetzt auch schon wieder 15.40 Uhr und der Trupp, der braucht ja auch immer eine Weile. Mir ist dann auch aufgefallen, dass jetzt hier so ein Brigantensteuereintreibergruppe auch Richtung Blackridge Pool läuft und ich habe wirklich keine Ahnung, was mit denen ist. Die anderen sind nämlich hier auch noch irgendwie im Fluss drinnen. Also keine Pläne. Wir könnten da ja mal kurz hinreisen und schauen, ob die da tatsächlich im Fluss gammeln. Oder ist es der Trupp, der da jetzt halt rumdüst? Nee, das sind Banditen. Aber auf die habe ich halt keinen Bock. Oh. Nein, 6 Briganten wurden gesichtet. Ist es dein Ernst? Ich will nicht 6 Stück. So, die werden natürlich jetzt hier in diese Richtung düsen, denke ich mal. Das heißt, ich werde mich natürlich hierhin porten. Und ich habe ja hier zum Glück auch schon so ein Ding gebastelt gehabt von den anderen Trupps, die hier so waren. Scheiße, ich glaube für 6 Stück. Ich weiß nicht, ob meine Pfeile dafür reichen. Bitte kommt einfach hier lang und geht nicht woanders hin. Weil Blackridge Pool ist nämlich gar nicht so weit weg. Und wo war's? Genau hier, krass, Meere, Crashmere. Da müssen wir auch unbedingt hin. Und ich hoffe, die kommen genau in meine Richtung. Wir könnten doch einfach mal... Ich schieße jetzt mal hier so hin. Ich meine, ich werde die wahrscheinlich nicht treffen, aber es könnte ja sein, dass ich sie irgendwie schon triggern kann. Aber ich glaube, da verschwende ich einfach nur meine Pfeile, ne? Rennen die hier lang? Das ist doof. Ihr müsst bitte mehr in meine Richtung kommen. Oder ich laufe euch entgegen. Machen wir das halt so. Jetzt wartet mal. Ich habe mir noch ein Brot von zu Hause mitgenommen, damit ich ein bisschen mehr Ausdauer... Ach nee, jetzt sind da nämlich auch schon wieder welche. Halleluja, was ist hier los? Ich will die nicht triggern. Irgendwie dran vorbei sneaky peeken? Okay, hat glaube ich geklappt. Okay, eine Ausdauer mehr. Wo sind sie? Da, die rennen in die Richtung. Ah ja, vielleicht schaffe ich es ja, dass ich sie da irgendwo platt mache. Ich brauche nur ein gutes Draufkletter-Dingsdongs. Da sind auf jeden Fall Felsen. Und da ist auch schon wieder irgendwas. Halleluja. Wo seid ihr denn? Das gibt's doch gar nicht. Ja gut, so weit sind sie nimmer. Vielleicht kann ich jetzt schießen. Beim letzten Mal waren es nur 4 Brigaden. Das ist gemein. Ah, da sind sie. Folget mir bitte. Folget mir zu meinen... Wobei, ich kann jetzt ihn mal probieren, ob ich so schon anschießen kann. Aber schaut, glaube ich, schlecht aus. Genau, dahin will ich. Da, dass ihr mich auf jeden Fall nicht erwischt. Und
in der Regel sollte das hier sein. Komm, du kannst... Ja, probier's ruhig, mich zu hauen. So. Halt still. Sehr gut. Und kein Bogenschütze dabei, oder wie? Ja, habe ich keine Ausdauer mehr. Ach, belastend. Komm schon, ihr müsst bitte da bleiben. Ihr dürft nicht weggehen. Aber hier ist ein wirklich guter Punkt zum Stehen, muss ich echt sagen. Wenn ich dann halt mal wieder treffen würde, ne? So. Gut, und dann bist es nur noch du. Und tschüss. Wir haben die Briganten besiegt. Supergeil. Dann klauen wir jetzt alles, was sie so dabei haben. Und können uns eigentlich auf den Weg nach Blackridge Pool machen und dann dort nach Leutchens schauen. Nach neuen Arbeitern. Denn die fehlen uns ja auch. Und zwar brauchen wir davon mal wieder einige. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich mir im Blackridge Pool alles holen kann. Das werden wir ja dann sehen. Und ich habe nicht mal einen Verband gebraucht. Ist das krass, Leute. Das ist wirklich gut gelaufen und ich hatte schon Schiss, dass es irgendwie wieder in die Hose geht. Wir müssen uns außerdem beeilen, weil sonst gehen die alle gleich wieder pennen. Oh mein Gott, und da sind so viele rote Punkte. Schnell weg von hier. Oh mein Gott, seht ihr das? Die wollen alle zu mir und mich auffressen, glaube ich. Dann wollen wir doch mal gucken, wer hier so schönes rumstrabanzt. Ich suche gute Leute. Landwirtschaft. Zweihand. Hat halt 6 von 9. Das wäre halt nicht schlecht, gell? Naja, wir merken uns mal ihn. Gucken wir erstmal noch weiter. Weil eigentlich brauche ich ja einen benamten, also beziehungsweise halt einen Bauer, Zimmermann etc. Was bist du? Nix. Du bist auch nichts, du hast auch nichts zu sagen. Gibt's hier irgendwie niemanden? Gibt's hier keine Gescheiden? Hä? Expert Müller? Ach scheiße, das ist ein Expert, ja klar. Der bringt uns nichts. Bettler bringt uns auch nichts. Ich brauche nochmal so einen Müller, aber vielleicht einen Apprentice. Nein, Leute, ihr dürft jetzt noch nicht pennen gehen. Lasst mich euch rekrutieren für meine Zwecke. Was bist du? Nix. Machen wir mal die Fackel an. Ach so, das ist eine Vogelscheuche. Ja, lol. Rauf. Du bist ein Bettler. Apprentice Zimmermann. Ach Leute, das gibt's doch gar nicht. Habe ich dich schon? Na toll. Irgendwie rennt hier keiner rum. Vielleicht der hier? Your bravery resonates through the land. Aber guck mal, da war der andere tausendmal besser. Ach Mist. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, dass wir dann im nächsten Part nochmal genauer gucken, wen wir uns da rekrutieren können. Und dass ich den Part dann tatsächlich an der Stelle auch beenden würde. Ich hoffe natürlich, dass der Part jetzt nicht zu kurz wird. Und falls doch, machen wir den nächsten halt einfach wieder ein Stückchen länger. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!